Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Oh, da hätte ich so einen coolen Werbeslogan auf Englisch, den man da bringen könnte. Den bringe ich aber gleich erst. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Ja, guter Zeitpunkt sogar. Ausgezeichnet. Habe Durchbruch erzielt. Kann Ergebnisse mitteilen, während die nächsten Proben wachsen. Hasse es, die Analyse der Kulturen abzuwarten, dauert immer zu lange. Kenne Ergebnis meist schon vorher. Also nur noch Bestätigung, muss sorgfältig vorgehen. Schweife ab. Entdeckung. Kann anhand der Verbindung Proteaner-Kollektoren Technologie untersuchen. Modifikationen der Reaper-Spezies auflisten. Untergang der Proteaner. Erzählen Sie mir, was passiert ist. Frühe Stufen ähneln Indoktrination. Vermute gefangene Proteaner verloren über mehrere Klongenerationen Intelligenz. Kybernetische Veränderung danach weit verbreitet. Nach Scheitern der Proteaner fügten die Reaper zum Ausgleich Tech hinzu. Mentale Fähigkeiten kaum noch vorhanden. Ersetzt durch überarbeiteten Input und Transport der sensorischen Daten. Übermitteln Daten an ihre Herren und Meister. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Nein. Drüsen durch Tech ersetzt. Verdauungssystem durch Tech ersetzt. Seele durch Tech ersetzt. Was Sie auch waren, es ist für immer fort. Verstehen Sie jetzt? Keine Kunst, keine Kultur. Mehr Husks als Sklaven. Werkzeuge der Reapers. Die Proteaner sind tot. Kollektoren sind die endgültige Provokation. Müssen zerstört werden. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie noch mehr Motivation brauchen, um die Kollektoren aufzuhalten. Begrüße die Herausforderung. Sah Notwendigkeit des Angriffs auf Kollektoren nach solche auf Omega. Ihr Werk, meine Leute. Schwer, zwei Armeen gut zu finden. Eine gewinnt, eine verliert. Danach gibt es immer viel Arbeit. Habe jetzt mehr Kontext. Erkenne, was die Kollektoren sind. Habe vorher aber nicht nach anderer Arbeit gesucht. Das meinte ich nicht. Bin aber jetzt mit dem Herzen dabei. Werde sie nicht im Stich lassen. Sie sagten, die Kollektoren hätten keine Kunst. Ich hatte keine Ahnung, dass Ihnen daran überhaupt etwas liegt. Persönliches Interesse vernachlässigbar. Hab ein bisschen gesungen. Multispezies-Aufführungen zu kulturellen Studienzwecken. Gilbert und Sullivan musste immer die Pater-Songs übernehmen. Zurück zum Thema. Künstlerischer Ausdruck spiegelt philosophische Evolution wider. Interesse an Wachstum, Perspektive, Beobachtung, Interpretation. Vermute, auf Kollektorenbasis gibt es keine Kunst, sind kulturell tot. Werkzeuge der Reaper, schlimmer als die Geth. Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Torianer, Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Mikroorgane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Ich muss jetzt kurz einhaken, abgesehen davon, dass es ziemlich witzig ist. Der ist immer so kurz räuspert quasi und der Shepard einfach nur verdutzt ist. Ich kann nicht darüber sprechen. Was wäre ein Spoiler? Scheiße. Ich kann nicht drüber sprechen, Leute. Es geht nicht. Ich kann so viel sagen. Ich habe das Lied schon mal gehört von ihm. Hab aber damals, wo ich das hier gespielt habe, also bis zu dieser Stelle, ich habe diese Gesprächsoption tatsächlich verpasst gehabt damals, weil das sagt mir jetzt gar nichts. Und auch, dass er gesungen hat, das habe ich definitiv nicht erlebt. Ich kenne das Lied aber, dass das Lied gesungen wird. Unabhängig jetzt davon, wer es singt. Aber das Lied wird gesungen werden in Zukunft. Und das ist ein... Ich habe gerade Gänsehaut bekommen. So viel kann ich dazu schon mal sagen. Also bis das eintritt, wann wir das gemeinsam erleben werden und ob wir das gemeinsam erleben werden und in welcher Form, weil das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Man kann ja Entscheidungen treffen und unsere vorherigen Entscheidungen haben ja damit auch dann zu tun, hängen damit zusammen. Aber es war auf jeden Fall ein Gänsehaut-Moment, wo ich das Lied gehört habe seinerzeit und habe jetzt auch wieder Gänsehaut bekommen. Nicht, weil das Lied so gut ist, sondern wegen dem Moment, wo ich es erstmals gehört habe. Ja, so viel kann ich sagen, glaube ich. Ja, war krass, wirklich krass. Ich habe es damals nicht mitbekommen hier in dem Spiel. Gut. Was stört Sie an den Modifikationen der Kollektoren so sehr? Sie stören das soziotechnologische Gleichgewicht. Wissenschaftlicher Fortschritt bedeutet immer, dass Intelligenz vorhandene Beschränkungen überwindet.
Kann Last nicht tragen, erfinde darum Rad. Kann Nahrung nicht fangen, erfinde darum Speer. Beschränkungen. Keine Beschränkungen, kein Fortschritt. Kein Fortschritt, Kultur stagniert. Gilt auch andersherum. Fortschritt vor Kultur ist ebenso katastrophal. Sah es bei den Kroganern, wurden von Salarianern unterstützt. Katastrophe. Unsere Schuld. Sie geben den Salarianern die Schuld an dem, was die Kroganer getan haben? Ja. Höhlenbewohnern gibt man keine Atombombe. Die Kroganer waren nicht bereit für die Raumfahrt und den technologischen Fortschritt. Die Kroganer hätten sich alleine entwickeln sollen, mit ihren Aggressionen umgehen lernen, langsam für die Verantwortung neuer Tech bereit werden. Stattdessen kamen die Salarianer, haben Kultur der Kroganer gestört, haben Kroganer als Waffe gegen die Rachni eingesetzt. Kurzsichtig. Dumm. Wenn Sie das so sehen, wieso haben Sie dann an der Modifikation der Genophage gearbeitet? Wie besprochen. Beste Option. Das oder alle töten. Wäre ich beim ersten Kontakt dabei gewesen, hätte ich dagegen argumentiert. War ich aber nicht. Kann nur jetzt mein Möglichstes tun. Danke, dass Sie mir Ihre Erkenntnisse mitgeteilt haben, Morlin. Bin stolz darauf, hier zu sein, Shepard. Danke, dass Sie mich mitgenommen haben. Sehr gerne. Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Noch irgendwas? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Komme kaum zum Arbeiten zwischen Ihren Unterbrechungen und Edis Beharren darauf, dass wahnwitzige Experimente die ganze Crew gefährden. Konzentration schwer möglich. Moral leidet. Noch etwas? Ja, das kenne ich von der Arbeit tatsächlich. Haben Sie mal eine Minute Zeit. Komme kaum zum Arbeiten. Noch etwas? Werde ich nächstes Mal beim Chef gegenüber so erwähnen. Ja, das war es in Ordnung. Durchaus zufriedenstellend. Hab ein paar. Brauche einfach mehr Proben. Ja, das kennen wir schon. Mehr Daten über Kollektoren. Gibt es medizinische Personal von Cerberus in irgendwas ist immer. Irgendwas ist immer. Aber nichts gut. Davon. Zurück an bin hier, Arme. Wenn Sie mich brauchen. Alles klar, haben wir also auch. Dann laufen wir mal vor zum Joker. Ja, falls ihr euch fragt, warum ich nochmal die ganzen Gespräche führe, das hängt damit zusammen, dass ich... Ui, danke. Ui. Also das hättest du wieder verrutscht wahrscheinlich. So, Joker. Ich sag gleich, womit zusammenhängt. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... Oh, verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf. Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Hä? Gehe ich recht in der Annahme... Im Moment schon. Hab mir am Stummschalter den Daumen gebrochen, aber ich glaube, jetzt ist alles klar. Also, wie stehen wir? Also, die Normandy ist bereit. Sämtliche Upgrades vorhanden, alles besser denn je. Aber was die Crew angeht, da... Was halten Sie? Naja, also die... Samara wirkt, als wäre der Tod durch ihre Hand ruhig und friedlich. Was die Sache aber keineswegs besser macht. Said ist wie sie, nimmt dafür aber Schecks. Solange es nicht um mein Geld geht, ist alles in Ordnung. Ist natürlich nur meine Meinung und die muss nicht überall verbreitet werden. Okay. Gute alte Zeit. Denken Sie manchmal an die alte Norm. Heute nennen wir das die... Sicher, rosig ist die Lage jetzt nicht, aber damals war es auch nicht wirklich Friede, Freude, Eierkuchen. Das wär's immer. Bis dann, Commander. Ja, hängt damit zusammen, dass ich als nächstes tatsächlich die Reaper FFS beschaffen werde. Und ja, warum ich das tue, habe ich ja schon ein paar Mal jetzt erwähnt. Bezüglich der eventuell auftretenden Möglichkeit, dass wir ein neues Crewmitglied bekommen könnten. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Gibt es etwas, das ich wissen sollte? Im Moment nicht. Noch etwas, Commander? Haben Sie mal einen Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Wie fühlen Sie sich? Ich wurde vom Unbekannten. Wie soll man... Aber hauptsächlich fühle ich mich ermutigt. Unter Ihrem Befehl können wir gar nicht... Das wäre alles. Viel Glück da draußen. Es ist halt echt schade, dass wir mit der nicht irgendwie mehr erleben können. Also mehr Gesprächsfetzen. Gut, Maschinendeck. Gut, Said waren wir ja erst vor kurzem. Der wird nichts Neues zu erzählen haben. Dafür ist aber der Grunt vielleicht interessant. Achso, das mit dem Mordin Werbeslang auf Englisch habe ich noch im Kopf. Der kommt gleich. Shepard. Aber Grunt ist auch interessant. Grunt, so. Ich schaue nur mal vorbei. Wie geht's Ihnen? Kampfmeister, ich habe alles. Einen Clan, ein Volk. Und Feinde zum Bekämpfen.
Sehr gut. Was denkt ihr, wir drängen unsere Feinde bis an den Rand des Weltraums und Hat Okir ihnen auch Eindrücke? Sie wissen bereits mehr als er. Okir nützt ihnen nichts. Haben wir schon. Was denken sie über uns? Wir drängen unsere Feinde bis an den Rand des Weltraums. Gute Truppe, solange sie nicht fliegt. Shepard. Grunt. So. Ja, Mordin. Ich habe vergessen, wie der Slogan ging. Scheiße. Er ist mir entfallen. Ich habe es echt vergessen. Scheiße. Kenneth, glauben Sie, wir werden das hier überstehen? Natürlich werden wir das, Gabby. Naja, solange wir die Kollektoren vernichten, hat es sich ja gelohnt. Auch wenn wir es nicht überleben. Das dürfen Sie nicht mal denken. Wir schaffen das schon. Genau, denke ich mich auch. So, Tali, willst du nochmal mit uns sprechen? Ich speichere mal. Shepard, was kann ich für Sie tun? Die ist immer so überrascht, ne, und so erschrocken, wenn wir kommen von hinten. Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Ja, das würde mir gefallen. Oh! Weit weg von den beiden. Ich habe über unser letztes Gespräch nachgedacht. Tut mir leid. Ich war unprofessionell und irrational. Das war dumm und egoistisch. Sie waren noch nie egoistisch. Sie haben schlimmstenfalls immer zu viel an die Flotte und zu wenig an sich selbst gedacht. Das mag für Menschen gelten, aber Quarianer sind anders. Wir können nicht einfach... Wir müssen an die anderen denken. Immer. Wenn wir nicht an die Bedürfnisse der gesamten Crew denken, könnte dadurch jemand verletzt werden. Vielleicht sogar getötet. Sie verdienen es, mit jemandem glücklich zu sein. Ich bin nicht die Richtige. Egal wie sehr ich könnte krank werden. Die Mission gefährden. Oh, ich hasse diesen... Also nicht diesen Satz, aber diese Aussage dahinter. Ich bin nicht der oder die oder das Richtige, Alter. Lass doch die Leute selbst entscheiden. Also die Leute, die... Ne? Also in dem Fall sollen sie auch den Shepard entscheiden lassen. Also meine Meinung halt. Aber egal. Jetzt kommt auch Musik im Hintergrund, kann das sein? Wie krank könntest du werden? Ich will bei dir sein. Ja, okay, also es geht jetzt schon ziemlich in die Vollen. Deswegen habe ich auch bewusst sie zuerst angesprochen, bevor ich mit Miranda oder Jack rede. Also wie, das ist also eigentlich die Entscheidung gefallen. Ich denke mal, da sind wir auch alle irgendwie d'accord, dass wir sie jetzt nehmen als wahrscheinlich potenzielle Partnerin. Wie gesagt, Jack, das steht eigentlich nicht zur Debatte. Und die Miranda ist mir, wie gesagt, zu oberflächlich. Und mir kommt noch ein Punkt, der ist mir vorhin eingefallen. Und zwar die Tali, die kennen wir ja schon auch länger als die anderen beiden, haben mit der ja auch schon sehr, sehr, sehr viel erlebt. Und ich finde, es ist eine andere Ebene. Also die Jack ist halt einfach so ein... Wie soll ich das nennen? Sie steht halt für Ärger irgendwie. Also wir sind so eine Art Aufpasser, Beschützer. Ja gut, Beschützer ist das falsche Wort, weil sie ist eine der mächtigsten Biotikerinnen überhaupt, aber... Also wir sind so eine Art Aufpasser für sie, dass sie keine Scheiße baut. Und dass wir sie immer wieder versuchen müssen runterzubringen, damit sie nicht irgendwas kurz und klein schlägt. Die Miranda, das ist halt so eine rein geschäftliche Geschichte, wobei sie ja schon so kleinen Narren an Shepard jetzt gefressen hat. Gerade ist auch, weil wir ihrer Schwester geholfen haben. Also findet sie schon eine gewisse Zuneigung zu uns, aber trotzdem ist das irgendwie... Da ist noch so eine Barriere dazwischen. Das ist nicht so offenherzig. So, weiß ich nicht. Und die Tali ist ja wirklich sowas... Also aus meiner Sicht jetzt, ist quasi sowas wie unsere beste Freundin, sozusagen. Klar kann man natürlich jetzt immer argumentieren, beste Freundin, Beziehung, ne? Ist halt immer so die Geschichte. Aber, also ich als Shepard, ich würde mich... Es gibt zwei Personen auf dem Schiff. Gut, eigentlich drei mit Kelly. Kelly, das machen wir aus vor. Es gibt zwei Personen, denen ich persönlich als Shepard mich jetzt einfach komplett öffnen würde, wenn ich jetzt irgendwas auf dem Herzen hätte oder so. Gerade an der Tatsache, dass Shepard ja der Commander ist. Ne? Das ist Garrus. Und das ist Tali. Das sind, wie gesagt, kurioserweise die beiden Personen, die wir schon länger kennen. Hängt damit aber auch dann wohl zusammen,
Joker auch nicht so, ehrlich gesagt. Das sind genau die beiden. Das wären so die Vertrauenspersonen aus meiner Sicht. Ja, und dementsprechend, ja, ist die Talia einfach, der können wir uns das Herz ausschütten. Wir können ihr blind vertrauen. Sie hat einfach, ist einfach eine gute Seele in allen Belangen. Bei Miranda weiß man auch nicht so wirklich. Sie ist auch vielleicht so ein bisschen hinterlistig noch. Also in dem Fall ist sie halt so die konventionellste Lösung, würde ich jetzt mal sagen. Auch wahrscheinlich die naheliegendste Lösung, aber ich denke auch die beste. Auch wenn das jetzt dumm klingt, die beste Lösung, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. So, ich muss drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ich glaube, ich überspringe das hier. Weil das ist halt blöd irgendwie. Krank könntest du werden. Komm, wir probieren es erstmal. Und wenn du gar nichts gefährden würdest? Wenn es nur um mich ginge? Du hast vor 2 Jahren dein eigenes Leben riskiert, um die Kolonisten auf Pharos zu retten. Niemand außer dir hätte sie retten können. Ich habe dein Gesicht gesehen, als Chief Williams auf Wurmeier gestorben ist. Ich habe gesehen, wie du dich gegen alles behauptet hast, womit die Galaxie dich konfrontiert hat. Ich beobachte dich schon so lange. Aber ich hätte nie gedacht, dass du jemals hinter dieses Ding sehen könntest. Willst du damit sagen, dass du sterben könntest, wenn wir zusammen sind? Das Risiko besteht immer. Vielleicht wäre die Reaktion nur minimal. Oder sie legt mich für ein paar Wochen flach. Vielleicht würde sie mich sogar umbringen, aber deswegen bin ich eigentlich gar nicht besorgt, Shepard. Ich will nicht, dass du abgelenkt bist. Was ich von dir will, soll der Mission nicht schaden. Dafür ist sie zu wichtig. Boah, ich krieg grad irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Ich finde sie einfach, sie ist so eine interessante Person einfach. Und ich habe ja schon gesagt, die Koreaner finde ich auch so mega interessant. Ah, Leute. Schmetterlinge im Bauch. Wir haben bald wieder Frühling. Das ist steht außer Frage, was ich jetzt nehme. Ich muss darüber nachdenken. Nein, muss ich nicht. Gut, theoretisch können wir das jetzt machen, um mit den anderen beiden zu sprechen, aber eigentlich ist es Kappes. Komm. Tali, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Aber ich will niemand anderen. Ich will dich. Und ich werde mein Möglichstes tun, damit es funktioniert. Ich fände es auch in Ordnung, wenn... Aber... Oh, danke. Du weißt gar nicht, was das... Danke. Gib mir ein bisschen Zeit. Ich werde recherchieren, wie wir das anstellen können. So richtig. Aber es ist einfach so ein Bock. Brauche nicht zu lange. Brauche nicht zu lange. Was willst du recherchieren? Was will sie recherchieren? Das ist kommt dir die Röte ins Gesicht? Was hast du vor? Kann ich helfen? Es gibt ein paar Methoden, mein Immunsystem kurzfristig zu verbessern. Immunverstärker, intravenöse Antibiotika, was in der Art. Ich erspare dir die Einzelheiten. Aber vertrau mir, ich bin überaus motiviert, eine Lösung zu finden. Und sie hat auch einen coolen Humor. Auch dieser Sarkasmus zwischendurch und so, das hat die Miranda halt auch nicht. Die ist einfach nur ein Profi. Also, ne? Sie ist einfach auf ihre Mission und ihren Job fokussiert. Es gibt sicher Möglichkeiten. Es kann doch für einen Quarianer nicht so ungewöhnlich sein, einen Partner von einer anderen Spezies zu haben. Das nicht, aber dann findet meistens alles außerhalb des Anzugs statt, mit Nervenstimulationsprogrammen und so. Das will ich aber nicht. Wenn wir schon zusammen sind, dann auch richtig. Ich will deine Haut an meiner spüren. Ich habe mein Gesicht noch niemandem gezeigt. Aber dir werde ich es zeigen. Sofern es mich nicht umbringt. Ja, ist ja nochmal die Frage, habe ich ganz am Anfang des Let's Plays schon mal gestellt. Eine Aussage in den Raum geworfen, vielmehr. Sieht man das Gesicht überhaupt? Also ich habe es wie gesagt schon gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie so Fan-made war, oder so eine Fangeschichte oder so, oder irgendwie Outtakes oder keine Ahnung, oder dass das ins Spiel implementiert werden sollte und am Ende nicht erst nicht reingeschafft hat oder so, ob das wirklich so ist, dass man das Gesicht sehen kann. Das weiß ich nicht. Braucht nicht zu lange. Ja, mit dem Lächeln im Gesicht, dann ist es okay. Ohne Lächeln im Gesicht ist das eine Scheißaussage. Ich hoffe, er lächelt jetzt dabei. Beeilen Sie sich mit Ihrer Recherche, Miss Was Normandy. Befehl vom Captain. In Ordnung. Jawohl. Absolut. Bis dahin sollte ich, du weißt schon, was tun. Reparaturen. Für die Mission.
Genau. So, jetzt fallen wir. Was? So, jetzt fallen wir in den Rücken und gehen zu Miranda. Ja, also er hat das schon ziemlich lustig gesagt. Also man kann schon verstehen und sie war jetzt ein bisschen nervös. So, ihr beiden, habt ihr uns schön belauscht, ne? Gerade du hier. Was können wir für Sie tun, Commander? Ja. Weitermachen. Jawohl, Commander. So. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Hä? Wo kommt das denn jetzt her? Die Würfel sind doch gefallen. Der Drops war doch gelutscht, die Messe war doch gelesen. Was ist jetzt hier los? Wieso? Wenn es sicher ist. Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Das ist das Grinsen von ihm. Das hätte auch original von mir kommen können. So, aber... Shepard, was kann ich für Sie tun? So. Wie läuft die Normandy? Man kann über Cerberus sagen, was man will. Ich weiß allerdings nicht, ob sie einem Angriff der Kollektoren... Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Natürlich. Ach, das ist wieder das. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich will deine Gesundheit nicht auf... Okay. So, du findest eine Lösung, das ist sehr gut. Ist doch nicht so, als wenn der Shepard dir dabei nicht helfen könnte. Er kann ja auch recherchieren, also. Ah, ne, lass sie mal machen. Ich laufe in der Zeit dumm auf dem Schiff rum. Das ist eine gute Arbeitsteilung. Komm, wir gehen zu Jack. Wir wollen ja auch ihre Meinung zur Mission und zum Team von ihr hören, aus ihrem Munde. Ich glaube, es ist auch gut, dass ich den englischen Werbeslogan vergessen habe, denn es hätte einfach nicht. Also, es war Bullshit, was ich mir ausgedacht habe. Von der Formulierung her, deswegen lasse ich es. So. Jack. Ah. Na ja, komm.